willkommen. Ich bin's Laser und heute ein kleines Unboxing von Gebest. Zu der Geschichte muss ich aber kurz was noch erzählen. Und zwar kam hier ein neues Paket von Gearbest. Und zwar hatte ich euch ja den kleinen Monster Truck gezeigt. Da gab es leider ein kleines Problem. Ich muss mich aber herzlich an Gearbest bedanken, weil die haben sofort reagiert. Da gab es ein kleines Problem mit dem Akku. Wie ihr aber bei anderen YouTubern gesehen habt, funktionierte das Auto bei denen. Ich hatte leider ein Problem mit dem Akku. Der war oder ist leider defekt gewesen, was erst am Testen zu sehen war. Hier mal ein kleiner Einschnitt von dem Video. Ja, gut. Wer ist nicht drinne? Also da stimmt was nicht mit dem Akku. Ja gut, dann müssen wir den Dreh jetzt hier abbrechen, weil nee, also der Wagen funktioniert nicht. Hier Funker immer. Oh, natürlich. So und ich gebe ganz langsam Gas, gebe Vollgas. Jetzt. Aber so wie es aussieht, ja, jetzt auch ja, die Pause. Ja, da habt ihr das kleine Video gesehen. Das heißt, der Akku ging nicht. Und da hat Gearbest sofort einen Ersatzakku geschickt, der aber noch nicht da ist. Das heißt, der kommt noch. Das heißt, das Auto werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Aber dann hat Gearbest auch gleich gefragt, ob sie noch ein Ersatzauto schicken möchten oder wollen. Und dann habe ich gleich gesagt, so ja, können sie machen. Und an der Stelle schon mal Danke an Gearbest, weil dieses Auto könnt ihr natürlich auch gewinnen. Das wird an euch später verschenkt. Und zwar handelt es sich um den Vortex. Also Vor und den Text im Maßstab 1 zu 18. Und ja, das Ganze kam hier so an. Ich wollte euch das mal zeigen. Hiermit schützen sie die Scheibe. Das finde ich eigentlich sehr gut. Also wirklich, da das Paket sehr lange auf der Reise ist, wird das hier geschützt. Ansonsten ist der Zustand vom Karton makellos. Hat so ein bisschen Eindellung, aber ist absolut okay, wenn wir überlegen, woher das kommt. Und jetzt nehmen wir mal hier diesen Schutz weg und dann sieht man auch das Auto. Und zwar handelt es sich hier um einen kleinen 4WD. Also wir haben hier wirklich einen 4WD-Buggy. Und da ist das gute Stück und so sieht er aus. Und ja, ich habe gesagt, klar, nimm ich, ne, verschenke ich wieder an euch. Richtig coole Nummer. Ja, der kleine 4WD-Buggy kam hier an, hat einen Lipo und etc. und soll maximal 50 km/h schnell sein. Das werden wir auch alles testen. Heute erstmal nur das Unboxing. Und zwar packen wir den kleinen mal aus. Man kann hier an der Seite, ist alles verklebt ordentlich, öffnen. Dann kann man den Wagen hier rausziehen. Ich glaube, das ist nicht so vorgesehen, dass man das hier rausziehen kann. Daher lassen wir das mal. Wir können hier einmal den Wagen rausnehmen. So, hier haben wir das kleine Auto. Und wenn wir schon dabei sind, holen wir auch gleich noch das Zubehör, was da unten im Karton ist. Also ihr kriegt das so. Und dann habt ihr hier unten einen kleinen Karton. Da ist einmal dieser Kasten drin. Einmal die Funkfernbedienung. Und das war's. So, dann ist der Karton leer. Jetzt haben wir hier einmal den Wagen, diesen weißen Kasten und die Fernbedienung. Und wir gucken uns das Ganze mal genau an. Hier haben wir einmal das Ladegerät drin, was EU ist. Oh, und einen kleinen Schraubenschlüssel, wie wir es auch schon vom Buggy kennen. Das Ganze hier ist ein handelsüblicher Schraubenschlüssel aus Kunststoff. Viele kennen den aus. Und zwar hier habe ich mal eine 1:1 Sache hier rüber geholt. Sonst sind die immer aus Bleiguss. Hier ist aus Plastik mit bei. Für die kleinen Schrauben, die wir hier haben, wird das absolut ausreichend sein und ja, funktioniert auch. Man kann hier die Schrauben damit aufdrehen. Also Schraubenschlüssel mit dabei. Dann haben wir das Ladegerät damit bei. Das ist wieder ein 2S-Lader. Und zwar wird hier einfach vorne, wie auch bei dem Boot, einfach nur der Balancer-Anschluss reingesteckt. Dann kommt das Ganze hier zack in die Steckdose. Und wird dann hier mit den 2S aufgeladen und ausbalanciert. Also die Charger hier sind zwar, sehen sie zwar günstig aus, aber sie funktionieren. Ich habe es schon oft genug getestet und die Akkus werden auch ausbalanciert aufgeladen. Also das funktioniert auch, wenn das so eine Geschichten hier nur sind. Aber es geht.
Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Funkverbindung. Und die erinnert mich natürlich an eine sehr, sehr gute Funke, die ich mal hatte. Und zwar hier. Der ein oder andere wird sich jetzt ein Teil denken. Aber diese Funke sieht auch wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also das Design gefällt mir schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, woher das stammt. Ja, wir haben hier einmal ein großes, wirklich großes Rad. Also das finde ich wirklich sehr cool, dass das hier mal so ein größeres Rad ist und nicht immer so ein kleines Babyrad. Hier haben wir also wirklich ein großes Rad. Lässt sich gut drehen. Hier sind Aufkleber drauf. Wir haben hier eine Antenne, die wir nach oben klappen können. Wir haben hier Trimknöpfe an den Seiten. Wir haben hier den Trigger für vorwärts und rückwärts. Wir haben hier unten komischerweise den An- und Ausschalter. Woher kommt das nur? Und wir haben hier unten das Batteriefach, wo viermal AA reinkommt. Das Ganze funktioniert auch wirklich sehr gut und ist nicht von der Spektrum abgeguckt worden. Das Coole an dieser Funke ist, wir können die halt eben auch so hinstellen. Ist ganz praktisch. Ist eine tolle Funke. Also gefällt mir sehr gut vom Design her. So, kommen wir zu dem Auto. Ja, dieses Auto ist natürlich ein richtig kleines, süßes Ding. 1:18. Wirklich niedlich. Also wirklich meine Hand. Und dann ist das Auto weg. Also wirklich Handgröße haben wir hier. Aber soll ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Das Ganze hier hat einen Kunststoffaufbau, ist eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben hier vorne Alu-Halter, die Stifte halten, aus Aluminium. Genauso wie hinten, ist auch aus Aluminium, finde ich eigentlich sehr gut. Manche machen das nur aus Plastik. Das gleiche haben wir auch innen drin, also die Stifte werden in Alu-Fassung gehalten. Wir haben hier Stoßdämpfer, es sind sogar echte Öldruckstoßdämpfer, das weiß ich daher, da hier der eine schon leicht ausgelaufen ist. Aber es sind echte Öldruckstoßdämpfer. Und die funktionieren auch wirklich sehr gut. Vorne sowie auch hinten. Ein bisschen sprunghaft das Ganze, aber ist okay. Der Wagen federt wirklich sehr gut. Also wir haben hier ein schönes Federbild. Und ja, lässt den Wagen so ein bisschen springen, wie ihr seht. Ist okay. Ist natürlich ein Spielzeug, keine Frage. Aber ich möchte darauf alles eingehen. Wir haben hier einmal die zwei Karo-Klemmen, die wir hier entfernen können. Und dann haben wir hier eine echte Lexan-Karo, so auch wie bei den großen Buggy. Das Ganze hier ist wirklich aus echten Lexan. Hier ist noch so eine Schutzfolie drauf, die lasse ich für denjenigen drauf, der das Auto kriegt. Und dann haben wir hier den kleinen Wagen. Der ist wirklich super, super süß. Worauf ich gleich hinausgehen möchte ist, wir haben hier ein gekapseltes Getriebe, wo kein Dreck reinkommen kann. Das heißt, das Ganze hier ist vor Sand geschützt und kann uns somit unser Zahnrad und unser Motorritzel nicht kaputt machen. Finde ich eigentlich sehr gut, ist alles abgedichtet. Dann haben wir hier einen Bürstenmotor mit einem Kühler versehen, der den Motor hier kühlen soll. Das Ganze ist hier auf einem blauen Aluhalter montiert, der hier unten auch auf dem Boden befestigt ist, den wir auf der Rückseite auch locker machen können. Dann haben wir hier ein kleines Mikroservo drinne. Sehr gut. Das heißt, wir können hier auch das Servo austauschen. Ist also ein echtes Servo. Dann haben wir hier einen elektrischen Fahrtenregler drin, der gleichzeitig auch mit Empfänger verbunden ist. Das heißt, solltet ihr euch mal entscheiden, hier was anderes reinzusetzen, müsstet ihr gezwungenermaßen die Funke plus den Fahrtenregler tauschen plus Motor. Und dann könntet ihr hier zum Beispiel vielleicht eine Brushless-Kombo einbauen. Das Ganze ist 4WD. Das heißt, wir haben hier vorne einmal ein Differential, wie wir das sehen können, wenn wir die Reifen drehen. Dreht sich das in die andere Richtung und hier hinten haben wir genau das gleiche. Und wenn wir die Reifen gemeinsam drehen wollen und nur hinten drehen, drehen sich die vorderen auch. Ich zeige das mal seitlich. So, das heißt, wir haben hier wirklich einen 4WD-Antrieb. Die Wellen sind CVD-ähnlich aufgebaut vorne, gehen in die Mitte zum Differential. Die Ausgänge in der Mitte sind aus Plastik, an den Seiten sind sie aus Metall. Auch die Stangen sind aus Metall. Hinten das gleiche CVD-ähnliche Mitnehmer. Das Ganze in Gleitbuchsen mit Kugellagern. Sieht eigentlich ganz gut aus. Für die Größe ist das wirklich in Ordnung. Es handelt sich ja hier, wie gesagt, um ein Spielzeug. Dieses Modell gibt es auch noch als Shortcourse-Truck und andere Modelle. Wer da Interesse hat und sich das gerne mal angucken möchte, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich auch nochmal hier herzlich an GearBest, dass sie mir ein Ersatzfahrzeug geschickt haben, wobei sie mir auch noch den Ersatzakku schicken. Das heißt, das Auto wäre eigentlich nicht nötig gewesen, haben sie trotzdem gemacht, finde ich ganz cool. Das heißt, es werden zwei Autos dann verschenkt an euch. Dann haben wir hier den Lipo drinne, der ist hier drinne. Das handelt sich hier um ein
kleinen 2S Lipo in so einem kleinen Pack mit 1100 mAh ist doch schon ordentlich Power drauf auf dem kleinen. Das Tolle ist, wir haben hier so ein kleines Fach mit so einem Zipper, mit so einem Kleppband, wo wir dann auch noch andere Lipos verbauen können. Zum Beispiel habe ich hier einen mit 850 mAh aus meinem Boot. Den könnten wir zum Beispiel hier auch ohne Probleme einsippen, festmachen und dann den mitbenutzen. Ist auch ein 2S, funktioniert aber auch. Nicht nur, dass wir andere Lipos nehmen können, wir können auch flachere nehmen. Hier habe ich zum Beispiel einen mit 900 mAh. Der würde hier auch ohne Probleme reinpassen. Von der Länge her, hier ist ein bisschen der Balancer-Anschluss im Weg. Das heißt, wir müssen das mal so ein bisschen drücken hier. Zack, aber das seht ihr, das funktioniert auch. Das heißt, das Ganze hier ist möglich. Wir können hier auch andere Lipos verbauen. Sehr gut. Ja, stecken wir mal den Standard-Lipo da rein, den 2S, der wirklich viel Druck hat. Mit 1100 mA ist das wirklich viel Leistung. Ja, dann haben wir hier hinten einen kleinen Spoiler drauf. Der ist wirklich aus weichem Kunststoff, was ich eigentlich ganz gut finde. Weil Kinder sind ein bisschen rabiat, ihr wisst das selber. Und wenn der mal irgendwie hart auflandet oder so, dann bricht hier nichts, weil das doch eher sehr weiches Kunststoff ist. Also wirklich extrem weich. Ihr seht das, hier bricht nichts. Das heißt, das Ganze hier ist wirklich ein bisschen widerstandsfähig. Ja, der Wagen selber macht einen witzigen Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie der draußen fährt. Das Ganze hier ist einzustufen für Kinder definitiv. Wir Erwachsene werden damit unseren Spaß nicht haben. Aber das ist auch hier nicht gedacht. Da viele da draußen Kinder haben, wäre der Buggy, den ich gezeigt habe, oder hier dieses kleine Auto optimal. Die große Fernbedienung finde ich eigentlich ganz gut in dem Sinne, wobei mir die andere besser gefiel für Kinderhände, weil die doch ziemlich groß ist für Kinderhände. Aber ich denke, wenn jetzt zum Beispiel da draußen Papi oder etc. eine Spektrum hat und der Kleine kriegt eine Spektrum-ähnliche Funke in die Hand gedrückt, dann freut er sich natürlich darüber auch. Gut, wir werden mal kurz den Wagen testen, ob er funktioniert. Weil das hatte ich in letzter Zeit immer das Glück, dass es nicht so war. Wir packen jetzt mal hier kurz 4 AAs rein. Finde ich ganz gut, dass das Ganze hier nur mit 4 AAs ist und nicht mit 8 oder 6. 4 sind auch absolut ausreichend. So, dann ist das hier eine leichte fummelige Arbeit, aber zack, funktioniert, wir schalten ein. Das ist natürlich, das müssen wir uns nochmal geben. Die Funkfernbedienung macht einen Signalton beim Einschalten und hier blinkt unten eine kleine LED, die uns sagt, dass das Ganze hier bereit ist zum Koppeln. Ja, eigentlich macht man immer erst die Funkfernbedienung an und dann das Auto. In genau diesen Schritten werden wir das jetzt auch machen. Das heißt, hier werden wir den Stecker verbinden. Ist ein verpolungssicherer Stecker. Dann haben wir hier einen kleinen An- und Ausschalter. Das Ganze wird eingeschaltet. Jetzt sucht er hier unsere Fernbedienung. Und die beiden haben sich gefunden. Der Empfänger und der Sender leuchten dauerhaft. Und jetzt haben wir hier unser kleines Servo, was wirklich in Ordnung ist. Also wir können hier auch ganz langsam lenken, indem wir hier ganz langsam nur das Rad benutzen. Ist halt eben ein kleines echtes Servo, wie ihr seht. Und das ist doch wirklich in Ordnung. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob das Trim funktioniert. Ja, wir sehen, mit Knopfdruck kann man hier auch die Lenkung einstellen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Wir wollen das Ganze ja gerade einstellen. So, und jetzt sind wir wieder in der Mittelposition. So, Servo funktioniert. Lenkausschlag ist okay. Und jetzt gucken wir mal uns den Antrieb an. Das Ganze hier stufenlos ist oder nur von einer Stufe, also sprich Gas und Vollgas. Wir schauen mal. Also ich habe jetzt ganz langsam Gas gegeben, wie ihr seht. Ich gebe ganz langsam Gas. Wir hören das auch anhand des Motors, der den hier abpiept. Aber es funktioniert. Alle 4 Räder drehen sich. Und wow, also hier steckt wohl richtig Leistung hinter. Alter Schwede, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang geht auch langsam und auch schnell. Oha, mal gucken, ganz langsam mal anfahren. Oh, kann man auch feinfühlig anfahren mit. Sehr schön. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie das Teil abgeben wird. Wie gesagt,
angegeben wird das Auto mit 50 km/h. Bin ich mal gespannt. Wir werden das auf jeden Fall testen draußen. Ich werde hier das Kabel mal wieder kappen. Lipo ist voll aufgeladen mit dem Ladegerät. Das hat super funktioniert, wie gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder mit dem Auto draußen. Hier die Haube noch drauf zu machen, da müsst ihr so ein bisschen die Antenne hier so wegknicken. Dann geht das aber. Und dann einfach zack, zack, die Haube runterdrücken. Stift hier vorne rein, hinten das gleiche. Zack, und dann ist der kleine Flitzer bereit für die erste Testfahrt. Und ich würde sagen, das sehen wir im nächsten Video. Ich bin's, euer Laser. Schaut auch wieder ein, wenn das heißt Lasertime.